Gut, kommen wir nun zum Tagesordnungspunkt 308. Strategie zur Übernahme des Planeten Erde. Kann mich jemand auf den neuesten Stand bringen? Streichen. Was? Was heißt hier streichen? Beruhig dich, Sorg. Dieser Planet zerfällt gerade wie ein Schwein im Fleischwolf. Ich werde es euch beweisen, Phoebe. Weiß hier jemand, wie das geht? Gib mir das Ding da. Gründe, warum der Planet Erde den Bach untergeht. Erstens, ihre Führer sind entweder geisteskrank oder korrupt oder beides. Zweitens, ihr Ökosystem hat einen Wert von 33 Trillionen, 4 Schilling und 6 Cent und trotzdem zerstören sie es. Drittens, bei ihren Möbeln zum Selberbauen fehlt immer irgendetwas. Zugegeben, vieles, was sie sagen, stimmt. Aber ich bin da gewesen. Es gibt so viel Interessantes dort. Sorg, kommen Sie zum Punkt, bitte. Wann ist mein 3-Uhr-Termin? 3 Uhr. Die Erde hat viele Reichtümer. Traumhafte Strände, Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge und sogar die Simpsons. Das ist eine gute Show. Sie haben kaltes Bier. Oh, und warmes Bier. Das ist keine gute Investition, Sorg. Sie saugen den Planeten aus. Das ließe sich ändern. Sie haben genug erneuerbare Energien, um den Planeten zu retten. Und Sie haben E-Mail. Das heißt, Ihre Kommunikation ist... Was ist E-Mail? Ein altes Übermittlungssystem für Pornos. E-Mail besorgen. Seit Jahren senden wir Botschaften in Ihre Kornfelder. Und was kommt zurück, hä? Sibbidi-bloody-duda. Und Sie haben etwas, das Sie Glück nennen. Das ist irrelevant. Sie machen alles kaputt und es schert keine Sau. Ich habe die Menschen studiert. Und ich glaube, die meisten, etwa 90%, denke ich, sie wollen die Erde retten. Und die anderen 10%? Die Wichtigen? Die sagen, wo es lang geht? Wer ist Ihr Anführer? Er müsste Sie doch zusammenführen können. Aber die 90% sind die Mehrheit. Was, wenn sie sich zusammentun und nur noch gute Produkte kaufen? Wenn sie sich hinter die guten Firmen stellen, dann müssten die schlechten sich ändern. Das wird nie passieren. Sie können sich auf gar nichts einigen. Sie können doch nicht mal rückwärts einparken. Sie sind blech. Und wenn man sie in einem Kinospot darum bittet? Ich denke, wir streichen die Erde. Es ist ein hübscher Planet. Zugegeben, ich mag die blauen Flecken. Aber ich glaube, sie geht dann doch den Bach runter. Nun, wie war das jetzt mit diesem E-Mail?